Ich begrüße noch einmal meine Damen und Herren hier im Raum in der Freien Akademie der Künste in Hamburg. Meine Damen und Herren zu Hause im Stream. Leider gab es eine kleine technische Panne, was sogar an mir lag. Das Mikro war noch ausgeschaltet. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem von vier Abenden in unserer Reihe in der Freien Akademie der Künste, bei denen wir uns mit der Ukraine beschäftigen, zu denen wir Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine eingeladen haben. Und kommen. Dieses kleine Zitat, was ich gerade für alle diejenigen, die hier im Raum waren, vorgelesen habe, das hatte 100 Jahre auf dem Buckel. Ich habe es mitgebracht, weil ich kurz für mich präsent machen wollte, hier in Hamburg, wo man ja doch ein bisschen weiter von Lviv, von Lemberg weg ist, wie nah Lviv eigentlich ist, wie sehr es in der Mitte Europas ist. Und das ist ja etwas, was wir in den letzten 3 Monaten, ich sage einmal wir, doch rasant gelernt haben. Das ist vielleicht das einzig Erfreuliche an dieser schrecklichen Situation, in der wir gerade stecken. Was anderes Erfreuliches ist natürlich der Austausch mit Menschen, mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine. Zwei großartige Künstlerinnen sind heute zu Gast. Natalia Kasniadanko. Sie ist aus Lviv, wohnt jetzt seit gut 2 Monaten im Deutschen Literaturarchiv, im Gästehaus des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Das Deutsche Literaturarchiv, in dem ich selbst auch mein Geld verdiene, in dem ich arbeite und in dessen Gegend ich auch wohne. Und ich bin heute eben auch aus Süddeutschland hierher gekommen. Unser anderer Gast ist die Musikerin Mariana Sadowska. Mariana Sadowska ist Sängerin, sie ist Komponistin. Sie ist aufgewachsen ebenfalls in Lviv, in Lemberg, wo sie zunächst auch Klavier studierte, am Klavier ausgebildet wurde, und zwar klassisch. Seit 1991 arbeitet sie sehr viel fürs Theater, für ein Theater in Polen, das in der Tradition von Jerzy Grotowski steht, den vielleicht manche Theaterkenner hier noch präsent haben. Das ist der, der dieses Konzept des armen Theaters gemacht hat. Des Abschieds von dem Ausstattungstheater, was das europäische Theater so lange geprägt hat. Heute sind wir wieder in einer Zeit des Ausstattungstheaters angekommen. Aber dort hat Mariana Sadowska lange gearbeitet, die Musik für diese Theatergruppe gemacht und ist auch viel herumgekommen, auf internationalen Festivals aufgetreten. 2001 dann ein großer Schritt, ein Schritt nach New York für eine kurze Zeit. Ein Schritt, der ihre Musik aber sehr stark beeinflusste, den man vielleicht heute noch merkt, obwohl sie seit 2002 in Köln lebt. Sie werden es gleich hören, wer sie noch nicht gehört hat, ist eine ganz einzigartige Musik. Eine Musik, in der traditionelle europäische Liedstrukturen, besonders ukrainische Lieder, zusammenfinden mit dem, was wir hier neue Musik nennen, mit aktuellen Kompositionsweisen, mit sehr viel Jazz, auch mit sehr viel Pop und ganz, ganz, ganz harmonisch zusammenfinden. Es ist kein Wunder, dass Mariana Sadowska mit den besten europäischen Musikern und internationalen Musikern zusammengearbeitet hat, nicht nur europäische Musiker. Am prominentesten ist sicher hierzulande das Kronos-Quartett, für das sie komponiert hat und mit dem sie aufgetreten ist. Nicht ganz so prominent, aber wirklich irrsinnig gut, sage ich jetzt einfach mal, ganz ungeschützt, ist der deutsche Jazz-Schlagzeuger Christian Thomé, den Sie vielleicht aus seiner Zusammenarbeit mit Markus Stockhausen kennen. Mariana hat auch viel mit ihm zusammengearbeitet, hat kontinuierlich mit ihm zusammengearbeitet. Und es gibt auch einige CDs. Es gibt zum Beispiel eine fantastische CD, die ich nur empfehlen mag. Man kann es auch streamen, aber man kann es auch kaufen. Vesna, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, vielleicht heißt es doch Vesna, von 2016 von den beiden. Das möchte ich Ihnen dringend empfehlen. Und Natalia Kasniadanko stelle ich gleich vor. Wir haben den Abend ein bisschen aufgeteilt. Es gibt erst Musik. Dann reden wir über Natalia Kasniadankos Roman. Es ist wieder Musik. Sie werden sehen, wie es sich fügt. Und es wird ungefähr 1,5 Stunden dauern, denke ich. Vielleicht etwas kürzer. Ja, freuen Sie sich mit mir auf Mariana Sadowska.
Ой, відверне Боже, хмару на чужою сторону.
danke schön. Ich tatsächlich habe diese Lieder gelernt, indem ich in Dörfern in der Ukraine gefahren bin, über, eigentlich jetzt mittlerweile über 30 Jahre her. Und ich bin in Lviv aufgewachsen. Ich war überzeugt, dass in der Ukraine nichts geblieben an echter ukrainischer traditioneller Kultur. Ich dachte, dass alles war getötet und zerstört durch sowjetische Regime. Ich dachte, was uns geblieben ist, nur Kolchosen, Folklore, wo man über Lenin und Oktoberrevolution singt. Und als ich als 19-Jährige in Kiew getroffen habe, Ethnomusikologin Evgeny Efremov und seine Studenten und Studentinnen, und als die gesagt, die haben eine Karte der Ukraine gezeigt und gesagt, du kannst dahin und dahin und dahin überall fahren und da singen die Leute. Und dann bin ich aufgebrochen in meine ethnografische Reisen. Die Lieder, die Sie gehört haben, habe ich im Norden Ukraine gelernt. Ich sage immer, ich habe das bekommen von Hände zu Hände. Also hauptsächlich ältere Damen und Männer haben wie gewartet, dass jemand kommt und die können singen. Wie eine Dame sagte, ich habe dir mein ganzes Leben gesungen. Und die zwei Lieder, das waren ritualistische Lieder, weil in der Ukraine bis heute glaubt man, dass man mit Stimme beeinflussen kann. Man kann verändern, Natur oder auch unser Schicksal. Und das waren zwei Lieder, ein Erntelied, wo man singt, bitte, man versucht mit Gesang diese dunklere Wolke wegzuschieben. Und das zweite Lied, das war Frühlingsrufenlied aus Norden Ukraine. Ich habe oft gehört, wenn jemand singt, stundenlang, und sagt dann, jetzt singe ich für dich mein Lied. Und das hat mir oft passiert und ich habe immer gefragt, was heißt das, mein Lied? Haben Sie das komponiert? Und gerade die Frauen haben gesagt, nein, nein. Aber das Lied hat mir geholfen, durch schlechte und gute Zeiten zu gehen. Das Lied war oder ist wie ein Talisman, der schützt, der zeigt den Weg, der gibt Halt. Und auf Ukrainisch sagen wir Oberich. Und ich werde jetzt so ein Lied singen von Hanna Levada. Das war eine alte Frau in Kretschkiv, ganz im Zentrum Ukraine. Und das ist ein Witwenlied. The widow, walking through the valley, sat down to rest and to feed her small child. Oh, my son, my little one, where is your dear father? The eagle flying by answered her, oh, widow, how beautiful you are, and how hard is your fate. I know your husband well. I see him every day, in the morning and in the evening. I perch on his eyebrow. I scattered his bones over the bridges. I covered the grasslands with his black hair. That's how I know your husband. Thank you.
Thank you.
Über Gespräch mit einem Vogel, mit einem Kuckuck, und der Kuckuck bringt gute Nachricht, bringt Wahrheit und sagt, alles wird gut. Mit diesem Lied ende ich mein kurzes Abteilung und freue mich super gerne wieder mit Natalia Snyadanko die Bühne zu teilen und ihre neueste Roman zu hören. Natalia. Vielen Dank, Mariana Sadowska. Großartig. Funktionieren unsere Mikros? Ja, ne? Jetzt geht es. Noch einmal herzlich willkommen, Natalia Snyadanko. Natalia ist jetzt seit knapp 3 Monaten, gut 2 Monaten, beinahe eine Nachbarin. Also für mich nur tagsüber, weil ich tagsüber im Büro bin.
Aber sie hat natürlich sehr viel gemacht, bevor sie an den beschaulichen Neckar nördlich von Stuttgart ziehen musste mit ihren beiden Kindern. Sie ist bekannt geworden als Journalistin, als Schriftstellerin, auch als Übersetzerin. Das ist, finde ich, besonders interessant. Nicht nur, weil es erklärt, warum Nataika so sprachgewandt ist, sondern auch, weil die Texte, die sie übersetzt hat, sehr viel über sie sagen oder auch über ihren Anspruch. Sie hat nämlich nicht nur, vielleicht, ich finde, zwei der größten, soweit meine Kenntnis reicht, zwei der größten Autoren aus der polnischen Moderne, Zbigniew Herbert und Czesław Miłosz, übersetzt aus dem Polnischen, sondern sie übersetzt auch aus dem Deutschen, was ja auch vielleicht Ihnen gleich klar macht, weshalb Nataika Snyadanko so wunderbar Deutsch spricht, dass wir heute zum Glück keine Übersetzung brauchen. Also sie übersetzt aus dem Deutschen. Nataika hat auch studiert in Freiburg einige Jahre. Ja, alles in den besseren Zeiten. Und aus dem Deutschen hat sie, und da merken Sie auch schon, ja, was für eine Autorin jetzt in unsere Nachbarschaft gezogen ist, hat sie übersetzt Hertha Müller, die Atemschaukel, ausgerechnet die Atemschaukel. Sie hat von Kafka übersetzt nichts Geringeres als das Schloss zum ersten Mal ins Ukrainische. Und sie hat von Günter Grass das Buch, was in meinen Augen vielleicht sein Bestes ist, was ich auch jedes Lesebuch tun würde, da ausgerechnet das Buch übersetzt. Es ist nicht sein längstes Buch, es ist auch nicht sein jüngstes Buch. Es ist Katz und Maus, also dieser frühe, kürzere Roman aus den 50er Jahren, den ich persönlich für größer halte als die Blechtrommel, aber darüber wollen wir nicht diskutieren. Aber das zeigt, was für ein Niveau Nataika auch als Übersetzerin hat. Mit ihren eigenen Büchern ist sie auch schon lange eine Autorin im eigenen Recht. 2001 hat sie schon debütiert. Ihr Debüt wurde auch schon übersetzt ins Deutsche vor langer Zeit. 2007 übersetzt ins Deutsche. Sammlung der Leidenschaften wurde dann auch neu aufgelegt in dem Verlag, in dem die meisten ihrer Bücher erschienen sind, im österreichischen Heimann Verlag. Es folgten Titel mit wunderbaren Romane mit wunderbaren Titeln und Bücher mit wunderbaren Titeln, die alle auch eine gewisse Ironie verraten. Ein Buch heißt zum Beispiel Saisonaler Verkauf von Blondinen. Ein anderes heißt Syndrom der Sterilität auf Deutsch. Thymian in der Milch. Insektenbungee. Herbarium der Liebhaber. Übersetzt aufs Deutsch und auf Deutsch erschienen ist dann wieder von 2013 Frau Müller hat nicht die Absicht, mehr zu bezahlen. Und dann natürlich, und dieses Buch wird jetzt auch im Mittelpunkt stehen und es ist auch draußen auf dem kleinen Büchertisch zu haben, ein Buch mit einem barock anmutenden Titel, Der Erzherzog, der den Schwarzmarkt regierte, Matrosen liebte und mein Großvater wurde. Das klingt kompliziert. Es ist in der Tat auch etwas kompliziert. Es ist ein Buch, das führt uns mitten hinein ins moderne Lviv. Es führt uns auch wieder zurück in die kaiserlich-königliche Zeit, ins Habsburger Österreich, ins Lemberg, was ich vorhin schon in der Anleitung andeutete. Es führt uns natürlich in den Schwarzmarkt und es führt uns unmittelbar in die Gegenwart. Es hat nämlich so ganz verschiedene Helden. Also die Hauptfigur, um die alles kreist, oder eine der Hauptfiguren ist Wilhelm von Habsburg, der hier der in Wirklichkeit wahrscheinlich um 1948 gestorben ist, aber den Nataika Snyadanko weiterleben lässt, eben der Erzherzog, der eben nicht nur Matrosen liebte und trotzdem Großvater wurde, sondern auch den Schwarzmarkt regierte. Wie bist du an diesen Stoff geraten? Was ist das für eine Figur? Ja, die Figur ist eigentlich bekannt, weil Wassily Wyszywany heißt er auch, dieser Wilhelm von Habsburg. Das war derjenige, der eigentlich eine ganz moderne Vorstellung hatte von dem, was eine Identität ist, was eine nationale Identität ist. Und er meinte, man soll nicht unbedingt die nationale Identität weiterleben, die man bekommen hat bei der Geburt, sondern man darf es frei auswählen. Das würde uns heute vielleicht nicht so sehr wundern, wenn man sich so eine Entscheidung treffen würde, aber damals, 1895, war das ziemlich ungewöhnlich.
Nichtsdestotrotz hat er sich entschieden, als ein Erzherzog aus dem Haus Habsburger, ein von diesen vielen Erzherzogen, die wahrscheinlich oder sogar sicher keine Chancen hatten, irgendwann mal Kaiser der Österreicher zu werden. Aber er konnte sich auch etwas anderes auswählen. Zum Beispiel ist er in Polen aufgewachsen und er konnte sich wie alle seine Brüder eine polnische Identität wählen, eine reiche polnische Frau heiraten, eine adelige, und damit vielleicht glücklicher werden, als tatsächlich in Kiewer Gefängnis zu sterben. Aber er hat sich eben entschlossen, dass er ein Ukrainer werden will, und das hat mich fasziniert. Das ist etwas, was ich sehr selten in der Geschichte gesehen habe, dass zum Ersten man wählt sich so frei die Identität aus und zum Zweiten, dass man die ukrainische Identität wählt. Das war natürlich ganz toll. Und das war auch in den 90er Jahren in Lemberg eine relativ populäre Figur. Man hat zum ersten Mal wahrscheinlich etwas von ihm gehört, seitdem auch nicht wesentlich mehr. Er ist genauso unbekannt, sowohl in der Ukraine als auch in Österreich leider. Und das hat mich immer sehr beschäftigt. Warum ist so eine tolle Figur eigentlich so unbekannt? Und die Gerüchte gab es tatsächlich, dass er nicht umgekommen war in diesem Gefängnis, dass er weiterlebte, dass man ihn gesehen hat im Lager in Sibirien oder wieder in Lemberg, dass er jetzt in den 90er, als die Ukraine unabhängig ist, geworden ist, wieder kommt. Und also das ist so das Übliche, was man über solche Figuren immer hört. Und dann dachte ich, okay, das lässt sich gut in einem Roman versammeln, und das habe ich getan. Also das ist ein Roman über ihn, aber gleichzeitig ist das auch ein Stoff, das vielleicht gerade heute aktuell ist, obwohl das Roman auf Ukrainisch noch 2017 erschienen ist und auf Deutsch auch schon ein Jahr funktioniert. Aber ich denke, das ist eigentlich nicht meine Meinung, sondern habe ich oft gehört, dass es für viele Leute, die gerade jetzt an der ukrainischen Geschichte interessiert sind, nicht nur an den aktuellen Ereignissen, aber sich auch die Frage stellen, was ist das für ein Land, was für Geschichte hat das Land und warum ist das so? Heute, da gibt es viele Antworten auf diese Fragen, viele Informationen, die da gesammelt sind, weil das ist ein Buch, das zur Hälfte aus den Recherchen entsteht, also alles, was zur ukrainischen Geschichte davor kommt, ist nicht ausgedacht, das ist kein Romanstoff, das ist tatsächlich so gewesen, und das kann man als ein Geschichtsbuch lesen, aber es gibt auch einen völlig fiktiven Stoff, eben dieses Leben von einem Erzherzog im sowjetischen Lemberg, wo er sich ganz gut eigentlich etablieren kann und gut zurechtkommt, und das ist schon Roman. Deswegen finde ich, dass wenn jemand tatsächlich mehr über ukrainische Geschichte erfahren will, ist das eine Alternative zu Geschichtsbüchern, sagen wir so. Ja, ich weiß gar nicht, ob man diese Konkurrenz zu Geschichtsbüchern aufmachen muss, aber es ist im Grunde wunderbar, weil dieses Buch ist ein bisschen wie ein Ort in der Stadt. Und wenn wir hier in der Akademie der Künste sitzen, irgendwie direkt an der Markthalle, die viele kennen aus ihrer Jugend von Rock- und Punkkonzerten. Wenn wir sehen, wir sind hier am Hauptbahnhof, der Bahnhof war, weiß Gott, nicht immer hier. Wir können irgendwie ein bisschen 100 Meter von hier aus gesehen nach rechts gehen und kämen eigentlich, wenn man jetzt in die Geschichte geht, in den Garten des wunderbaren großen Dichters Brockes geschrieben. August Bebel hat dort große Gewerkschaftsaufmärsche gefeiert. Es ist so, als könnte man alles präsent machen, wenn man an diesem Ort, wo man sitzt, irgendwie alles auf einmal in der Literatur präsent machen würde. Und so etwas passiert in diesem Buch. Es ist plötzlich so, als würde die Geschichte eben, als würden die zeitlichen Abstände zwischen den geschichtlichen Ereignissen aufgehoben und alle würden miteinander reden und plappern und seien miteinander verwandt. Und plötzlich gibt es die Enkelin, es gibt die Tochter, es gibt auch tatsächlich den Urenkel, ne? Ja. Und vielleicht magst du einfach mal einsteigen, dass man mal sieht, wie dieses Buch funktioniert, und ein Stück lesen? Ja, gerne. Übrigens, vergesse ich das zu erwähnen, das ist nicht nur ein Buch über den Erzherzog, das ist eigentlich ein Buch über sehr viele Frauen, die wichtig waren in seinem Leben, die vielleicht gar nicht existierten in seinem tatsächlichen Leben, aber es war mir wichtig, dass man
die Geschichte nicht nur aus der Perspektive von Krieg und Frieden, von wichtigen politischen Ereignissen erzählt, sondern auch aus der ganz einfachen Perspektive, aus der Alltagsperspektive, die oft vergessen wird. Vor allem habe ich das registriert bei den Recherchen. Ich habe versucht, Memoiren zu Frauen zu finden, von Frauen zu finden, ukrainischen Frauen, die zu dieser Zeit gelebt haben und ganz ehrlich darüber geschrieben haben, wie es ihnen ging. Und da habe ich festgestellt, es gibt kaum so einen Stoff. Und dann dachte ich, umso mehr muss ich darüber schreiben. Also ich muss das erfinden, was es nicht gibt oder was verschwiegen worden ist. Und das ist auch ein Buch über diesen nicht existierenden oder existierenden, aber schweigenden Frauen, die diese Erfahrungen hatten, aber nicht geäußert. Das Buch springt auch sehr gern in der Zeit, was du schon erwähnt hast, und deswegen gibt es hier keine Titel von den einzelnen Kapiteln, sondern es gibt nur Zeitspannen, dass man sich so ungefähr orientieren kann, wo man ist in der Zeit. 1969, 2008. Halina kam am 18. August 1969, eine Stunde vor Mitternacht, zur Welt. Am gleichen Tag, genauer gesagt in der gleichen Nacht, 21 Jahre davor, war im Krankentrakt eines Kiewer Gefängnisses der Totenschein ihres Großvaters ausgestellt worden. Ukrainischer Oberst, Truppenführer bei den Sitzschützen, in Paris zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, in Wien der österreichischen Staatsbürgerschaft entledigt, nach jungen Matrosen und reizenden Damen schmachtender Besucher Pariser Bordelle, Spion des englischen und französischen Geheimdienstes, Sympathisant der Organisation ukrainischer Nationalisten, Erzherzog Wilhelm von Habsburg-Lothringen. Für Halina war er Großvater Wilhelm, manchmal auch Vilius. Vilius wurde er in seiner Kindheit genannt und dann wieder im hohen Alter. Wilhelm, der jüngste Sohn Karl Stephans von Habsburg-Lothringen, wurde am 10. Februar 1895 geboren, ein halbes Jahr bevor Sigmund Freud seinen berühmten Traum von Irmas Injektion hatte. Diese veranlasste Freud zu der Schlussfolgerung, dass jeder Traum einen Wunsch erfüllt. Löste seine Theorie zu Beginn einen Skandal in der wissenschaftlichen Welt aus und weckte Misstrauen, machte sie Freud später zu einem weltberühmten Wissenschaftler. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, fällt mir zuerst das Meer ein, das viele Wasser. Es faszinierte mich, schrieb Wilhelm in seiner Autobiografie, deren Sprache Halina nur teilweise verstand, so viele verstümmelte deutsche und polnische Worte benutzte er. Zum Beispiel begriff sie nicht sofort, dass der Großvater mit Marinarka nicht Sakko, sondern Meeresflöte meinte, dass Reparatia Operation hieß, Belfer Lehrer und dass der Großvater zu Uhren Zigar sagte. Die Uhr des Großvaters zeigte immer um eine Stunde weniger an als Halinas Uhr. Wilhelm und Großmutter Sophia hatten die von der sowjetischen Macht eingeführte Zeit nie übernommen. Und wenn sie mit jemandem ein Treffen vereinbarten, fragten sie immer nach, ob es sich um Moskauer Zeit handle. Ebenso plötzlich und spontan, wie der Großvater fast alles in seinem Leben entschied, beschloss er, seine Memoiren zu schreiben. Eines Winters hatte Halina Windpocken und konnte wochenlang nicht zur Schule gehen. Wilhelm saß an ihrem Bett, bepinselte die roten Pusten sorgfältig mit einer Tinktur und erzählte Geschichten aus seinem Leben um die Enkeltochter von Juckreiz, den sie am ganzen Körper verspürte, abzulenken. »Großvater, du erzählst mir Märchen, das kann alles nicht wahr sein«, nörgelte Halina. »Du erzählst mir einen Abenteuerroman, den du gelesen hast.« Damals beschloss Wilhelm, dass seine Biografie ein Abenteuerroman sei, den er selbst zu Papier bringen würde. Die feierlichen Vorbereitungen zum Schreiben seiner Memoiren dauerten fast einen Monat. Lange richtete Wilhelm sein Arbeitszimmer ein. Früher war es das Büro von Großmutter Sophias Vater gewesen, in das er sich nach der Arbeit zurückzog. Dort stand ein mit dem grünen Filz überzogener Tisch mit zahlreichen Schubladen, deren Schlüssel fast alle noch vorhanden waren.
Bevor Wilhelm mit der Arbeit an seinen Memoiren begann, wollte er für seinen Stuhl das gemütlichste Kissen, doch keins passte. Vergeblich probierte er verschiedene Varianten. Er ließ den Stuhl sogar neu bespannen, doch auch das machte ihn nicht glücklich. Er versuchte es, sich mit einem tiefen Lederfauteuil gemütlich zu machen, die zwischen Armlehne und Sitzfläche einen ziemlich großen Spalt ließen. Als Kind hatte Sophie in diesem Spalt oft allerlei Kleinkram gefunden, Münzen, kleine Feilen oder Löffel, Käme. Wilhelm wechselte die Vorhänge im Arbeitszimmer, um eine behagliche Atmosphäre zu schaffen, und wählte langmächtig Papier, Füllfeder und Bleistifte aus. Er zeigte Helena alles und beratschlagte sich mit ihr. Sie borgte ihm für seine Notizen ein paar ihrer dicken, karierten Hefte. Doch Wilhelm erklärte, dass er in Heften mit Kunstledereinband im depressiven Farbton von Rote Bete sicher nichts Bedeutendes würde schreiben können. Helena schlug vor, das Heft mit Papier einzubinden und zu bemalen. Das machten sie auch. Schließlich verkündete Wilhelm, dass er am nächsten Tag mit der Arbeit an seinen Memoiren beginnen würde. Am folgenden Morgen, gleich nach dem Frühstück, erklärte er: Heute will ich nicht gestört werden. Ich werde schreiben. Stolz ordnete er seinen Schlafrock und verschwand im Arbeitszimmer. Er hatte Großmutters alte Schreibmaschine ins Zimmer geschleppt und bemühte sich, nun schnelles Tippen zu lernen. Zuerst hörte man aus dem Arbeitszimmer ein paar Minuten lang das Klappern der Tasten, daraufhin ein lautes Rumpeln, vielleicht mit dem Stuhl. Dann rief Wilhelm auf Deutsch: Verdammt nochmal! Vielleicht war eine Taste stecken geblieben oder er hatte sich vertippt. Nach etwa einer Stunde kam er leicht verärgert aus dem Arbeitszimmer und fragte Großmutter, ob sie etwas Leckeres für ihn habe, denn das Schreiben ging ihm nicht von der Hand. Die Großmutter bereitete ihm Tee, ein Marmeladenbrot und Quark mit sauer Sahne zu, sein Lieblingsdessert. Wilhelm verschwand im Zimmer. Eine weitere Stunde verging und er erschien erneut. Diesmal war er finster entschlossen. »Wie soll man im Schlafrock schreiben?«, rief er beim Herauskommen und öffnete ruckartig die Tür des Kleiderschranks. »Kleider machen Schreiber. Ich muss mich zurechtmachen.« Dann begann er sich lange umzuziehen, zu waschen, zu frisieren, zu rasieren und zu maniküren. Letzteres machte der Großvater immer sehr sorgfältig. Brüchige, abgebissene und schmutzige Nägel oder eine harte Nagelhaut brachten ihn zu Weißglut. Seine Maniküre war ziemlich zeitaufwendig, diesmal dauerte sie bis zum Mittagessen. Dafür nahm er das Essen festlich gekleidet ein. Der Großvater hatte in eine Schublade sogar seine Schweizer Uhr gefunden, die seine Inhaftierung auf wundersame Weise überdauert hatte. Er befreite sie vom Staub und band sie sich um Handgelenk. Er hatte die Uhr viele Jahre nicht getragen. Nach dem Essen seufzte Großvater zufrieden und sagte: Und jetzt ruhe ich mich ein bisschen aus. Dann ging er ins Arbeitszimmer, um seinen Mittagsschlaf zu halten. Später trank er Kaffee, spielte mit Helena Schach, las und erwähnte das Schreiben an diesem Tag nicht mehr. Am nächsten Morgen wiederholte sich die ganze Prozedur. Solange Helena krank war, schrieb er dennoch ein paar Seiten. Mit jeder einzelnen kam er aus dem Arbeitszimmer gelaufen, glücklich und aufgeregt wie ein Kind, zog den Gürtel seines Schlafrocks enger und las sie Helena vor. Jedem Satz fügte er eine lange Erklärung bei, ohne die das Geschriebene kaum zu verstehen gewesen wäre. Wilhelm konnte deutlich besser erzählen als schreiben. Beim Schreiben bereitete ihm jeden Satz große Schwierigkeiten, er quälte sich beim Formulieren einfacher Gedanken, suchte nach Wörtern, strich und korrigierte. Trotzdem war der Text verworren und nicht immer verständlich. Wilhelm erklärte sich das durch das Fehlen einer gymnasialen Bildung, denn er war nach dem Programm der Realschule und nicht des Gymnasiums unterrichtet worden. Die Hauslehrer seiner Kindheit wollten vor allem auf den Vater, aber auch auf die Kinder selbst einen guten Eindruck machen. Sich darum zu kümmern, ob die Schüler den Stoff beherrschten, war zweitrangig. So eigneten sich die Kinder das an, was ihnen leicht fiel. Und Willi fiel es leichter zu erzählen als zu schreiben. Das Schreiben eines Aufsatzes sah bei ihm so aus.
Er erzählte der Lehrerin eine ganze Schulstunde lang von seinen Sommerferien und beschrieb dabei die allerkleinsten Details seiner Reise mit den Eltern nach Paris, der Buttergeschmack, den frischen Croissants, den singenden Tonfall der Pariser Kellnerinnen und Zimmermädchen in den Hotels, den Staub auf den Straßen, die Roben der Damen im Theater sowie die Abenteuer der An- und Abreise. Die Lehrerin lauschte ihm mit angehaltenem Atem. Dann sagte sie: Wunderbar, Willi, und jetzt schreib das alles auf. Ein paar Minuten später händigte er ihr zufrieden lächelnd den Zettel aus und sagte: Fertig. Wie, schon? So schnell? Fragte die Lehrerin erstaunt, faltete den Zettel auseinander und las: Ich habe die Ferien in Paris verbracht. Dort war es schön. Das ist alles? Wunderte sie sich weiter. Den Rest habe ich Ihnen erzählt, lächelte Willi breit und war mit sich selbst sehr zufrieden. Das Schreiben war Wilhelm schon als Kind schwer gefallen. Bereits die Schönschreibstunden hatte er gehasst und sich wann und wie auch immer möglichst davon gedrückt. Aufsätze schrieb er später ebenso ungern. Er fand es langweilig, so viel Zeit für etwas zu verschwenden, das er sich auch so vorstellen konnte. Seine Unfähigkeit, sich lange auf eine Sache zu konzentrieren, ließ später auch seine mündlichen Erzählungen chaotisch und unvollständig erscheinen. Manche Episoden erwähnte er oft und detailliert, andere ließ er weg. Deshalb hatte Halina eine ziemlich bruchstückhafte Vorstellung von abenteuerlichem Leben ihres Großvaters. Ein ähnlicher Eindruck wie beim Schauen alter Dokumentarfilme, die immer wieder reißen. Mit dem Film verknittern auch die Eindrücke und fügen sich an den überraschendsten Stellen wieder zusammen. Während Halina den chaotischen Erzählungen lauschte, begann sie zu zeichnen. Zuerst nur Gesichter. Sie versuchte sich vorzustellen, wie all die Menschen aus Großvaters Erzählungen ausgesehen hatten. Dann einzelne Szenen. Der Großvater langweilt sich als kleiner Junge bei einer höfischen Zeremonie in Wien. Er flüchtet aus dem Schloss der Familie im polnischen Saibusch in die Berge, zu den Huzulen. Er erweist den Soldaten aus seinem ukrainischen Regiment der Südschützen die Ehre, trifft den Metropoliten Szeptycki, probiert in Paris ein neues Kleidungsstück an. Die Skizzen in ihren Heften erinnerten an Comics mit dem einzigen Unterschied, dass die Geschichten nicht chronologisch geordnet waren. Nach Ereignissen des Zweiten Weltkrieges kamen mitunter Szenen aus dem Ersten Weltkrieg oder aus der Zwischenkriegszeit, dann Episoden aus dem sowjetischen Lemberg und danach aus den 30er Jahren, als Wilhelm in Paris lebte. Diese Comics erinnerten an die Erzählungen des Großvaters und an ihn selbst. Sie waren die Verkörperung von Chaos, Unordnung und aufbrausendem, ungezügeltem Temperament. Außerdem traten die Ereignisse in seinem Leben mit sehr ungleichmäßiger Intensität ein. Zwischen 1914 und 1921 erlebte er dutzende Male mehr und Bedeutenderes als in den darauf folgenden 20 Jahren. Darauf folgte ein erneutes kurzes Aufflammen intensives Leben und danach die Lethargie der Sowjetära. Dem Großvater gefielen Halinas Zeichnungen sehr. Wenn er ihre Bilder betrachtete, fielen ihm immer neue Details ein, die sie sofort festhielt. Manchmal erriet sie ganz intuitiv, wie das eine oder andere ausgesehen haben könnte. Noch als Kind füllte Halina mit ihren Comics mehrere dicke Hefte, die sie hütete wie ein Schatz. Von Zeit zu Zeit malte sie Episoden aus Großvaters Erzählungen dazu, die in ihrem Gedächtnis auftauchten. In diese Comics würde sie viele Jahre später nach Wien mitnehmen, um sie einem Auftraggeber als Vorschlag für die Gestaltung des Interieurs einer Bar zu zeigen. Diese sollte sofort Feuer und Flamme sein und Halina nur eine Stunde nach ihrem Treffen per E-Mail den Vertrag schicken mit einem Honorar, das ein Ablehnen unmöglich machte. Und sie lehnte nicht ab. Auf der ersten Seite von Halinas Comics prangte die Uhr des Großvaters eine Omega Seamaster. Genauso eine sah Halina später im Kino am Handgelenk von James Bond. In diesem Film hörte sie auch zum ersten Mal die Phrase: Die Welt ist nicht genug.
jeder Großvater seine Memoiren als Motto vorangestellt hatte, aber nicht, weil er James-Bond-Filme mochte, sondern weil es das Familienmotto der Habsburger gewesen war. Ja, ja, Wilhelm von Habsburg, es gibt die Enkelin in dem Roman Halina, die ja im Grunde das ganze Verwirrende dieses Großvaters einfängt, aber die ihn auch auf eine gewisse Weise ja harmonisiert, die ihn irgendwie auch immer auch versteht. Aber was ich mich frage oder was sich wahrscheinlich viele fragen, wenn man sich dieser Figur Wilhelm annähert, er war ja doch jemand, der politisch durchaus Erfolg hatte, der nicht, also heute wirkt vieles ja ein bisschen absurd, aber der auch zu Lebzeiten nicht völlig, ja, er hatte tatsächlich auch Erfolg, er hätte ja tatsächlich auch ein Monarch werden können. Und im Grunde posthum für Nachgeborene, wenn man sich anguckt, dass er heute wieder ja eine Identifikationsfigur wird, wie erklärst du dir das? Wie schafft man das mit so einem Lebenslauf, der ja nicht unbedingt seriös wirkt erstmal, also jetzt mal zusammen? Ja, also die politische Realität war damals anders, das muss man wahrscheinlich erstmal verstehen. Und ganz viele Figuren, die uns heute eher als Witzfiguren vorkommen, waren damals seriöse Politiker. Ich würde sogar sagen, heute gibt es viele Politiker, die als wichtig verstanden werden, aber die können als Witzfiguren auch gut funktionieren. Mhm. Politik und Witz gehört irgendwie schon zusammen, immer noch. Und er war zumindest jemand, der eine, ja, zwar keine gymnasialen Bildung, aber doch eine ziemlich ordentliche Realschulbildung genossen hatte. Ich kenne viele Politiker, die nicht mal das geschafft haben. So würde ich eigentlich nicht sagen, dass es in der Politik so unüblich ist heutzutage wie damals. Aber er war eine sehr gute Symbolfigur. Also der war jemand, der tatsächlich diese adelige Herkunft hatte, der konnte politisch agieren, der wurde dazu erzogen und die Menschen wollten das. Also das war natürlich für die Ukrainer erstmal eine sehr gute Vorstellung, dass jetzt ein Teil der Ukraine als ein kleines, unabhängiges Königreich sein könnte, mit einem legitimen Habsburger Nachfolger an der Spitze. Und das haben auch sehr viele ukrainische Monarchisten tatsächlich ernst genommen und ihn unterstützt, und auch die Kirche hat ihn unterstützt. Also wenn die Geschichte anders verlaufen wäre das gar nicht so unwahrscheinlich, so wie wir uns wie das uns heute vorkommt. Ja. Jetzt hast du erzählt, völlig zu Recht, dass viele Politiker, die wir gezwungen sind, ernst zu nehmen, wahrscheinlich in naher Zukunft auch als Witzfiguren fungieren könnten. Aber wie bekommst du jetzt den anderen Strang hinein in diesen Roman? Es ist ja, wie du richtig gesagt hast, eben auch ein Roman über Frauen eben nicht nur in der Geschichte, sondern auch ganz gegenwärtige Frauen mit ganz aktuellen Problemen, ganz für uns normalen Problemen. Wie hast du das dir erarbeitet? Wie passt das zusammen? Ja, so wie im Leben. Das passt zusammen, weil es einfach zusammen funktioniert oder nebeneinander lebt. Das ist so ähnlich, wie wir heute uns wahrscheinlich kaum vorstellen können, wie damals all die unterschiedlichen Identitäten in Lemberg miteinander oder nebeneinander gelebt haben. Zum Beispiel, wie hat so jemand wie er gesprochen? Ja, der war deutsch erzogen, der konnte ganz viele Fremdsprachen, der war natürlich auch polnisch erzogen, der hat sich ukrainisch beigebracht, und das war in Lemberg keine Seltenheit, dass man so viele Sprachen sprach täglich, und es entstand so eine Mischung. Und das kann man sehr gut nachlesen in den Memoiren, die er tatsächlich teilweise geschrieben hat, in seinen Gedichten, der hat auf ukrainisch Gedichte geschrieben, in seinen Briefen. Also das war eine ganz andere Realität, eine sehr sprachlich ganz anders geprägte Mentalität. Und auch identitätsmäßig war diese Mischung schon da in ihm und in den Frauen. So, das war absolut nicht unwahrscheinlich, dass er eine ukrainische Frau lieben könnte oder eine ukrainische Familie gründen könnte oder eine polnische Familie. Das war damals irgendwie ganz normal. Auch seine Geschwister, wie gesagt, haben polnische Adelige geheiratet, obwohl das natürlich ein ziemlicher Abstieg war, sozial gesehen, in
in ihrem Lebenslauf, aber das war politische Entscheidung oder Liebe, ganz einfach. Also so funktioniert das auch hier mit vielen diesen Frauen. Wir schaffen leider, wir müssen immer die Wahl treffen, entweder über Politik oder über Frauen zu sprechen. Das geht nicht zusammen. Ich würde vorschlagen, wir konzentrieren uns heute auf der Politik und das nächste Mal kommen die Frauen vor, so wie immer. Können wir vielleicht machen, aber vielleicht eine Frage noch, diese kulturelle Vielfalt, diese sprachliche Vielfalt, die Lemberg, die ganze Region vor 80 Jahren noch ausgezeichnet hat, wie viel ist davon heute noch übrig, wie viel prägt das deinen Alltag in Lemberg? Ist da noch etwas zu spüren von dieser Vielfalt? Ist das immer noch etwas, was man merkt? Ich glaube, es ist schon da, wenn man nicht nur den Alltag sieht, sondern wenn man die Geschichte kennt. Und deswegen, also das war auch ein der Gründe, warum ich diesen Roman geschrieben hatte, weil man ganz anders die Stadt wahrnehmen kann, wenn man weiß, was da passiert ist und wie das ausgesehen hat und wie funktionierte das, was es heute nicht mehr zu sehen ist. Natürlich können wir nicht mehr diese Vielfalt in diese Konstellation erleben, aber es gibt eine andere Vielfalt, ja, die natürlich sich auf diese Tradition basiert, dass eben Lemberg schon immer eine multikulturelle Stadt gewesen ist und immer noch so eine bleibt, aber die Kulturen sind unterschiedlich, da kommen die Neuen, die Alten sind nicht mehr da und das ist auch wichtig, dass man diese Geschichte eineignet und tatsächlich versteht, dass die ukrainische Geschichte ist europäisch, das ist jetzt kein Konstrukt der heutigen politische Wille oder ja, keine Gedanke, das jetzt heute gern gesehen wird, sondern das ist die Tatsache, die in der sowjetischen Zeit einfach ausradiert worden ist aus bestimmten Gründen und damit wird es bis heute manipuliert und man versucht das immer noch auszuradieren und es ist umso wichtiger, das uns wieder zu gewinnen, das zu erforschen, das zu beschreiben, das auch literarisch zu bearbeiten, um zu sehen, was wir eigentlich verloren haben oder fast verloren haben. Ja, wir können das immer noch beleben, wir können das immer noch einstudieren, wir können immer noch uns bewusst machen, was die wirkliche Geschichte ausmachte und nicht diese postkommunistische Version, die wir immer noch oft zu sehen bekommen. Ich würde vorschlagen, ich lese ein Textfragment, das bisschen erklärt, weil das klingt wahrscheinlich schon sehr verworren, wenn man den Text nicht kennt. Dann sprechen wir vielleicht noch ein Stück weiter. Ja, 1947. In jener Nacht schlief Wilhelm schlecht. Sein Rücken schmerzte, heftige Hustenanfälle weckten ihn. Er stand auf, trank Wasser, las. Gegen Morgen erst fiel er in einen unruhigen, schweren Schlaf, aus dem er schweißgebadet und erschöpft erwachte. Wie jeden Morgen trank er lange Kaffee, las und rauchte. Zuerst beschloss er, an diesem Tag nirgendwo hinzugehen. Doch gegen Mittag verspürte er das dringende Bedürfnis, einen Spaziergang zu machen. Die Augustsonne des Jahres 1947 brannte unbarmherzig vom Himmel. An jenem Tag zogen hin und wieder Wolken vorbei, doch sie brachten nicht die erwünschte Abkühlung. Stattdessen wurden die drückende Hitze der über der Stadt hängenden Regens, der einfach nicht einsetzen wollte, noch schlimmer. Wilhelm zog sich an und beschloss, in der Stadt zu Mittag zu essen. Er verließ seine Wohnung Nummer 32 in der Fasangasse 49. Das geräumige Stiegenhaus führte in einen Innenhof, wo im Schatten eines ausladenden Baums angenehme Kühle herrschte. Wilhelm stützte seine Augen mit der Hand und schaute in den Himmel. Kein Wölkchen. Er trat auf die Straße hinaus, auf der nur eine Handvoll Häuser unversehrt geblieben war. Einen Moment blieb Wilhelm unschlüssig stehen und dann ging in die Richtung Südbahnhof, zu dem Gasthaus, in dem er meist zu Mittag aß. Die Kellnerin dort kannte seine Vorlieben und achtete immer darauf, dass ihm das Essen so serviert wurde, wie er es mochte, nicht zu heiß.
Sein Lieblingstisch stand hinter einer Linde im Innenhof und wenn dieser besetzt war, setzte Wilhelm sich an den Tisch daneben, bestellte Kaffee oder Wein und las, bis sein Tisch frei war. Erst dann schlug er die Speisekarte auf. Die Kellnerin achtete darauf, dass das Tischtuch auf diesem Tisch sauber und gestärkt war. Wilhelm gab ihr im Gegenzug immer ein großzügiges Trinkgeld. Er schmeckte buchstäblich schon die knusprige Panier des mit Zitronensaft beträufelten Schnitzels und überlegte bei sich, welchen Wein er heute dazu nehmen würde. Rotwein, der besser zum Fleisch passte, oder Weißwein, der sich in der Hitze besser trank. Doch plötzlich spürte Wilhelm jemandes schweren Atem im Rücken, drehte sich unwillkürlich um und im nächsten Moment wurde ihm von einem heftigen Schmerz in den Handgelenken schwarz vor den Augen. Er erkannte nicht, wie viele es waren, 2 oder vielleicht 4. Er begriff nicht, wer sie waren, Soldaten der Roten Armee oder Offiziere. Er schaffte es nicht, einen Blick auf die Rangabzeichen zu erhaschen. Sie drehten ihm die Arme so heftig auf den Rücken, dass es in seinem linken Handgelenk knackte. Wahrscheinlich war es gebrochen. Er hatte große Schmerzen, später sollte sich sein Handgelenk bei jedem Wetterumschwung bemerkbar machen. Er wurde auf die Rückbank eines Autos ohne Nummertafeln geworfen und irgendwohin gebracht. Er verlor das Bewusstsein und als er wieder zu sich kam, lag er gefesselt in einem Lastwagen mit geschlossener Ladefläche, der eine holprige Straße mit vielen Schlaglöchern entlang fuhr. Er erfuhr nicht, wohin ihn das Auto brachte. Es war ein Gefängnis im Karlsbad, unweit des Ortes, wo er 22 Jahre zuvor seine kranke Lunge behandeln hatte lassen. Wilhelm konnte nicht sagen, wie lange all das dauerte, denn es kam ihm vor wie ein endlos langer Tag. Täglich wurden ihm dieselben unsinnigen Fragen gestellt und seine Antworten wurden zu noch unsinnigeren Geständnissen verdreht. Monatelang wurde er tagtäglich gezwungen zu bestätigen, dass sein Name Wilhelm von Habsburg sei. Ja, und das bedeutete in der Sprache des sowjetischen Geheimdienstes schuldig. Diese Schuld formulierte der Ermittler als Wunsch, 1918 Präsident der sowjetischen Ukraine zu werden. Wilhelm verstand nicht, wie das hätte möglich sein sollen. 1918 war die Ukraine noch gar nicht sowjetisch gewesen und das Amt des Präsidenten gab es dort bis heute, bis 1947 nicht. Doch der Ermittler war politischen Diskussionen gegenüber nicht offen und historischen noch weniger. Er hatte eine Liste von Anschuldigungen und seine Aufgabe war es, Geständnisse zu erzwingen. Nach ein paar Monaten saß Wilhelm wieder in einem Auto. Diesmal wurde er zum Flughafen gebracht und in ein Flugzeug gesetzt. Durch das Fenster sah er zuerst eine rechteckige, wie mit dem Lineal gezeichnete Landschaft, die mit der Zeit immer chaotischer und verschnörkelter wurde. Die Straßen und Flüsse verschlangen sich in einem magischen Tanz ineinander. Vielleicht flogen sie nach Osten. Wie sich später herausstellte, zuerst nach Lemberg, wo es ihm nicht gelungen war, König zu werden, und dann nach Kiew, denn das er zuvor nie besuchen hatte können. Auch jetzt sollte er nichts davon sehen, denn vom Flughafen wurde er direkt ins Lukjaniwska-Gefängnis gebracht, das einzige, was er in Kiew zu Gesicht bekommen sollte. Wilhelm erinnerte sich an den Moment, als er das Urteil erfuhr, das ihm noch irrealer erschien als die Anschuldigungen gegen ihn. Man verurteilte ihn zu 25 Jahren Lager. Die Stimme des Ermittlers drang wie aus weiter Ferne zu ihm durch, wie aus einem tiefen Brunnen. Sein Gesicht war undeutlich und verschwommen wie das Spiegelbild in einer Pfütze. Wilhelm hörte zu, sein Körper kam ihm fremd vor, in die Ferne gerückt, unerreichbar, unfähig auf irgendetwas zu reagieren. Das unrasierte Gesicht des Ermittlers, eines Leutnants mit dem seltsamen Nachnamen Kolibaba, verschwamm vor Wilhelms müden Augen. Doch der Name prägte sich ihm aus irgendeinem Grund ein, als er das Verhörprotokoll unterschrieb.
Der Leutnant hatte schmutzige Fingernägel und stank schon früh am Morgen unangenehm nach Knoblauch und Selbstgebrannten. Als Wilhelm in seine Zelle zurückkehrte, meldete sich sein Körper plötzlich wieder, mit heftigen Schmerzen. Wilhelm konnte nicht schlafen, verfiel in eine komplette Starre. Vor seinen Augen zogen Bilder aus seiner fernen Vergangenheit vorbei. Dann riss seine Erinnerung jäh ab, wie die Filmrolle im Projektor, und er befand sich wieder im Verhörraum. Ja. Ja, meine Damen und Herren, Sie merken, das ist ein Roman, der voller humorvoller, auch komischer, auch schräger Geschichten steckt, der sehr viel erzählt über Frauenleben, was wir jetzt nicht ausbreiten konnten, über Frauenleben in verschiedenen Generationen, aber es ist vor allen Dingen auch ein Roman über Gewalterfahrungen und über traumatisierende politische Gewalt, auch über das Zusammenspiel von Gewalt und ja, dem Aufbau von historischen Lügen. Das ist ein Thema, wo wir wahrscheinlich gleich ansetzen müssen, aber ich möchte jetzt wieder Marianne auf die Bühne bitten für ein weiteres Lied. Wunderschönen Flügel gesehen und Natalka hat gerade das Thema oder sie zusammen angesprochen, diese kulturelle Vielfalt. Und ich hatte gerade letzte Woche haben wir ein Stück gespielt, basiert auf Gedichte und Leben von Selma Meerbaum. Selma Meerbaum ist gestorben, als sie 18 Jahre alt war. Sie ist in Tschernivtsi gelebt. Und im Zweiten Weltkrieg, sie ist in Lager gestorben. Sie war Judin. Sie hat rumänische Schule besucht, also sprach fließend Rumänisch. Sie hat ihre Gedichte auf Deutsch geschrieben. Sie hat übersetzt aus Französisch, Hebräisch. Und also das zeigt eigentlich genau diese unfassbare Vielfalt, die zur Ukraine gehörte. Und ich möchte jetzt ein Stück spielen, basiert auf ihrem Gedicht. Das ist so Selma Meerbaum, das ist so ein bisschen ukrainische Anne Frank aus Tschernobyl. Und ich spiele ihr Gedicht in Verbindung mit einem ukrainischen Gedicht von Taras Schewtschenko. Als ich das gelesen habe, das wäre so, als Taras Schewtschenko für Selma dieses Gedicht geschrieben hat. Цвіте, розвивайся, поки твоє серце не розбите, розвивайся. Рости, рости, моя пташко, мій маковий цвіте, розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дізнали тихої долини, дознаються, пограються, засушать та й кинуть, дознаються, пограються, засушать та й кинуть, дознаються, пограються, засушать та й кинуть. Не закриє.
Ich erlaube mir noch zu sagen, ich habe tatsächlich so beim jeder so ein Abend zur Ukraine, ich immer ein bisschen gucke, welche Lieder heute sind zu hören. Und das Leben von Selma Meerbaum, der so früh getötet wurde, als sie 18 war, das leider wiederholt sich heute. So viele junge Leute in diesem Moment in der Ukraine verwelken, sterben, wie diese Blume, die Taras Schewtschenko sagte, dass diese böse Welt wird kommen und dich einfach töten. Und das Tolle ist, zur Literatur, sie hat ungefähr 40 Gedichte geschrieben, Hand in Hand geschriebene Buch. Und das Buch hat überlebt, bis heute. Also das Buch irgendwie hat unfassbare Reise gemacht und überlebt. Und als in Deutschland Anthologie von Gedichten, von diesen deutschsprachigen Gedichten wurde gedrückt, sollte gedrückt sein, Porzellan hat gesagt, ihr dürft meine Gedicht nehmen in dieser Anthologie, wenn ihr auch Gedicht von Selma Meerbaum nimmt. Und so, deshalb kennen wir sie. Und ich sage das, weil... unfassbare Talent, wurde viel zu früh getötet, aber ihre Gedichte, ihre Worte, ihre Stärke, ihre Kraft, ihr Talent hat überlebt. Und das ist, was ich sehr, sehr hoffe, dass diese Böse, die jetzt in die Ukraine tötet, wird es nicht schaffen und Kultur, Schönheit wird überleben. Wir spielen übrigens dieses Theaterstück in Münster am 27. und 28. Mai in Pumpelhaus, also falls ihr Leute in Münster kennt, das ist zusammen eine Produktion zusammen mit ukrainischem Theater und deutschem Theater für TU3 und Neue Bühne. Und die Premiere, die ukrainische Premiere war kurz vor dem Krieg? Die ukrainische Premiere sollte jetzt im Juni sein.
Das war vor Premiere. Also das hat genau, weil ukrainische Premiere war, hat nicht geklappt während Pandemie. Mhm. Und jetzt war geplant. Es gab eine Vorstellung. Also eine Vorstellung gab es in Deutschland. Also in Deutschland, in Köln, aber Ukraine, in Ukraine nicht. In Deutschland, in Köln haben wir gespielt, in Hashtag haben wir gespielt, ganz nah zu Hamburg und jetzt gerade in Senftenberg und dann spielen wir in Münster, wie gesagt. Und ukrainische Premiere sollte im Juni sein. In Lviv und in Tschernivtsi und wir hoffen sehr stark, dass im Herbst können wir Selma-Gedichte in die Ukraine zurückbringen. Hoffen wir sehr stark. Ach, und du hast tatsächlich, du hast übersetzt, du hast das Szenario übersetzt. Jetzt kommt mir noch eine Verbindung zwischen uns. Ja, warte ich sehnsüchtig auf diese Premiere. Ich habe sogar gedacht, es gab sowas kurz vor. Okay. Naja, das Erschütternde ist ja auch, dass wenn man sich solche Institutionen auch hier im zum Glück so lange friedlichen Westen anschaut, wie diese Akademie oder auch das Archiv, in dem ich arbeite, seit 70 Jahren bemühen sich die Menschen, die dort sind, die Beziehung zu der von den Nazis und auch vom Sozialismus zerstörten Kultur wieder aufzubauen, diese Brücke zurückzuschlagen in dieses wunderbare Europa, was natürlich auch seine Schwierigkeiten hat, aber was es zwischen den Kriegen gab und versuchen, wir in Marbach eben unter anderem durch die Pflege eines Nachlasses wie dem von Paul Celan und dem Sammeln von Quellen zur deutsch-jüdischen Geschichte vor allen Dingen ein großes Nie wieder zu formulieren. Und jetzt umso stärker merken wir, wie es Kontinuitäten gibt, wie Erfahrungen wiederkehren. Oder so Dinge, was Nataika vorhin vorgelesen hat. Ich habe den Text jetzt ja schon zweimal wieder gehört und auch schon mal gelesen. Aber da gibt es einen Satz, der mich jetzt erschüttert hat. Willem konnte nicht sagen, wie lange all das dauerte, denn es kam ihm vor wie ein endlos langer Tag, sagt Willem in der Haft. Seine Situation ist natürlich unendlich viel schlimmer als die schlimme Situation jetzt von euch beiden. Aber ich glaube, diese Erfahrung, dass die Zeit so merkwürdig zusammenrutscht und dass man gar nicht weiß, das sind jetzt schon 3 Monate seit dem 24. Februar, die teilen wir, glaube ich, alle. Was hat sich verändert in diesen fast drei Monaten jetzt für euch und wie meint ihr, können wir jetzt weitermachen? Du hast diese Hoffnung formuliert, die Kultur wird überleben, das glauben wir alle, aber wie können wir praktisch weitermachen? Also seit diese 3 Monate, ich habe noch, ich wiederhole noch eine Mantra schließlich. Wir jetzt, also jeder von uns, der jetzt nichts macht, ist beteiligt. Also ist nichts zu machen, gleicht Beteiligung an riesigen Verbrechen. Ich weiß, das klingt sehr scharf, aber das ist, wie ich versuche, Leuten um mich herum zu erreichen. Weil zum Beispiel so ein Brief von Intellektuellen hier in Deutschland, der an Herrn Olaf Scholz geschrieben wurde, der sagt, dass die Ukraine, an die Ukraine sollen keine Waffen geliefert sein. So ein Brief ist einfach, als hätte man in Wunde nochmal Messer reingestochen. Weil jeder, der Geschichte der Ukraine kennt, weiß, dass Russland Ziel ist, uns zu töten, zu zerstören. Russland straft in diesem Moment unser Land, dass wir freies, demokratisches Land wollen sein. Dass wir unfassbare, selbst in 8 Jahren seit Krieg begann, unfassbare kulturelle Entwicklung erlebt haben. Dass sehr viele kulturelle Institutionen geschaffen wurden. Film hat geblüht, Bücher wurden herausgegeben, musikalische Welt hat geblüht, Theater sind entstanden. Also das ist einfach wie ein Boom, hat man erlebt. Und wenn wir nicht schaffen, jetzt die Ukraine zu verteidigen, diese ganzen Leute werden getötet. Unabhängig, ob die ukrainische, jüdische, polnische, egal welche, Krim-Tataren Hintergrund haben. Das erleben wir in Krim, das haben wir erlebt in Bucha, in Irpin. Das sieht man. Das Ziel ist, zu töten. Und deshalb, wir müssen alle
jeder, wie er kann, helfen zu verteidigen. Wir haben es nicht erkannt und gemacht, als Russland hat Moldau annexiert, die Teile, als Russland hat Teile der Georgier und Krieg in Georgien gemacht, als Russland hat Tschetschenien vernichtet, als Russland hat in Syrien schwere Verbrechen gemacht mit Chemiewaffen. Und jetzt ist die Zeit. Wir müssen verteidigen, wir müssen diese Böse stoppen. Mit allen Mitteln. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Und Kultur, Kultur lernen. Und genau. Also dieses Land nah, dieses Land kennenlernen. Ich will noch ganz kurz zur Geschichte, ja, damit wir das irgendwie zusammenbekommen. Du hast von Josef Roth gesprochen. Und es gibt eine sehr schöne Passage bei Josef Roth über ukrainische Kultur, die in den 18. und 20er Jahren in Europa Furore machte, nachdem die Ukraine eigentlich damals von Russland erobert wurde. Und es kamen viele ukrainische Künstler, die waren unglaublich populär in Europa. Und das war so wie ein Fest. Alle haben geglaubt, wir sind jetzt für vorübergehend da. Ja? Also es vergehen ein paar Monate und wir fahren alle zurück. Es waren Leute, die Kulturschaffende waren, es waren vermögende Leute, es waren Intellektuelle, Philosophen. Die ukrainische Küche war in, also das blühte alles und es war sehr, sehr populär. Und alle hatten diese Hoffnung, das ist jetzt vorbei. Und damals gab es genau dieselbe Debatte über die Waffen. Ja? Es entstand für eine sehr kurze Zeit eine unabhängige ukrainische Stadt, zwar nicht unter der Regierung von Wassyl Beschiwany, aber es war an der Spitze diese Regierung waren lauter Intellektuelle, Historiker, Leute, die eigentlich keine Ahnung hatten von Politik, von Waffen, die wollten einen Kulturstaat ausbauen und das ist ihnen gelungen. Es war auch damals, 1918, in Kiew und auch in Lviv, auch eine sehr blühende Kulturstadt entstanden. Und es kamen die Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg zurück, aus der österreichischen Armee, die Ukrainer, die in der österreichischen Armee waren, unter Führung von Wassyl Beschiwany oder ganz einfach, die waren rekrutiert, die kamen zurück aus dem Krieg, die waren voll bewaffnet und sie gingen zu Fuß oder irgendwie, wie es nur ging, nach Kiew zu der neu entstandenen ukrainischen Regierung und haben sich in den Dienst gestellt und gesagt, ja, wir sind jetzt Soldaten, wir wollen den unabhängigen Staat jetzt schützen. Was sollen wir machen? Und es kam den damaligen Präsidenten, den berühmten Historiker Hruschewski, zu denen und gesagt, ja, wir schätzen das sehr. Er sprach mit ihnen, der war sehr höflich und er hat gesagt, ja, wir brauchen jetzt keine Armee, wir brauchen jetzt keine Waffen. Wir sind ein toller Staat und wir wollen nur Kultur machen, wir wollen nur leben, ja, wir wollen weiterleben. Und also jetzt geht er einfach nach Hause und in dem Moment, wenn er gebraucht wird, kommt er zurück. Und in wenigen Monaten fing der Krieg an und die Leute waren schon weg. Ja, die Waffen waren weg, die Soldaten waren weg. Und das war der Fehler von der damaligen Politik, dass wir jetzt wiederholen können. Und zwar nicht aus der ukrainischen Seite, sondern auch von der westlichen Seite. Es ist niemand in der Ukraine jetzt für den Krieg oder für die Waffen. Ja. Aber wenn wir jetzt dasselbe machen, bekommen wir auch die Geschichte wiederholt sich, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben. Wir haben die damals nicht gemacht und wir sollen das jetzt verbessern. Ja, das klingt, ich weiß, das klingt sehr hart. Aber auch für uns. Auch für uns. Ja, die Situation ist sehr hart. Das ist sehr hart, aber natürlich, wenn ich in Deutschland durch die Straße gehe und ich sehe feiernde Menschen und tolle Menschen und ich merke, ich weiß, dass wir müssen bereit sein, auch das wird uns alle treffen, dass die Preise werden hochgehen, das wird uns alle treffen. Aber es geht, ich möchte immer irgendwie sagen, es geht nicht nur uns, Ukrainer, irgendwo da.
Es geht, es ist ein Kampf über Zukunft, über die Welt. Weil es ist Kampf zwischen, also die westliche Zivilisation, wir haben Demokratie aufgebaut, die jetzt wackelt. Wir sehen das. Wir sehen das mit Trump, mit Orban, mit Bolsonaro. Und da gibt es andere Alternativen wie Russland oder China. Gute wirtschaftliche Situation, aber Unfreiheit, Diktatur. Und jetzt diese zwei Welten, also prallen aufeinander, ein aggressiv attackiert. Und wir müssen sagen, dass wir unsere Werte, freie Welt, müssen jetzt verteidigen, indem wir Ukraine verteidigen, indem wir diesen schlimmen Diktator stoppen. Und für uns ist das natürlich extrem schwierig, weil mein Bruder ist gerade in der Front, der nie Soldat war, der hat zwei kleine Kinder und dein Mann. Und ich habe heute gelesen, Analyse, ich habe mit meinem Bruder gestern gesprochen, Russland hat mehr Panzer als Rallye-Flugzeuge. Und unsere Männer stehen da. So. Und deshalb, ich hoffe, dass die Politik in Deutschland, also man sieht die Schritte. Und wir müssen alle wissen, dass wir das genau, wir müssen es tun. Es gibt keinen anderen Weg. Ja, man kann ja wenigstens sagen, zum Glück bewegt sich Westeuropa so sehr, wie es sich eigentlich nie bewegt hat und wie wir auch alle dachten, dass es sich nicht bewegen kann bei allen Widersprüchen. Und es geht ja schon genau in die Richtung, die du skizzierst. Und du hast diesen Brief der Intellektuellen, der selbsternannten Intellektuellen, sage ich mal, genannt. Ja. Und der ist alles andere als repräsentativ. Diese Leute, die diesen Brief geschrieben haben, die sind nicht repräsentativ. Die stehen eigentlich für nichts, außer dass sie sich selbst dort ernannt haben. Und der Brief ist ja nicht nur politisch fahrlässig, sondern er ist auch intellektuell eine Bankrotterklärung. Und von daher, denke ich, können wir das erstmal vergessen. Wir sehen ja, dass die Politik sich zum Glück bewegt. Wenn wir jetzt zurückdrehen auf unser oder zurückspiegeln auf unser Leben, auch eine Erfahrung neben der, dass diese Zeit nicht zu vergehen scheint und auf stillzustehen scheint in dieser ganzen Aufregung, ist ja eine der unglaublichen Hilflosigkeit. Das haben wir ja alle, wenn wir versuchen, unseren Kindern das zu erklären, was da gerade passiert. Man kommt sich ja so furchtbar hilflos vor. Was ist denn jetzt aus eurer Sicht, aus deiner Sicht das Sinnvollste oder das, was wir jetzt wirklich tun können, auch im Kleinen? Was wären die Schritte, die helfen können, die jeder machen kann? Spenden, klar. Aber ja, also ich muss sagen, das muss ich auch sagen, in meinem Kreisen von Freunden und auch Familie hier in Deutschland und in meinem Bubble, ja, in meiner Blase, alle Leute sind unfassbar solidarisch und aktiv und tun Unmögliche. Und da werden wir nie genug Danke sagen. Und ich weiß, dass mich das so toll, dass jetzt so viele Veranstaltungen zum Thema Ukraine stattfinden, kulturell, also Theater und Film und so. Man versucht jetzt dieses Land so, ja, die Kultur einfach nahe zu bringen, und das ist sehr wichtig und wäre toll, dass die Leute kommen. Und ja, ich spiele in Thalia Theater und nach jedem Aufführung wurden Spenden gesammelt. Meine Tochter war in Musical in Köln und nach dem Musical, irgendwelche Musical, wurden Gelder, Spende gesammelt für die Ukraine. Ich habe geweint, als ich das gehört habe. Und das ist unfassbare Hilfe. Und das muss man wissen, dass das Krieg ist so wie ein schwarzes Loch, aber das hilft, und gerade wenn das direkt kommt. Und da kann ich schon sofort sagen, uns wurde gefragt, woher heute können die Spende gehen, und wir arbeiten sehr eng zusammen mit einer Übersetzerin, Claudia Datte, eine deutsche Übersetzerin, möchtest du sagen?
Aus dem, ja, eine deutsche Übersetzerin aus dem Ukrainischen, aber das ist nicht nur ihre Initiative. Es wurde hier in Deutschland eine Initiative gegründet, die heißt Artist in Shelter. Und die machen einfach Unterstützung von ukrainischer Kultur und Künstler gezielt, durchgedacht und das. Genau, also wir kennen Claudia sehr gut und weil das ist auch sehr wichtig, weil sehr viele Frauenkünstlerinnen sind jetzt hier als Geflüchtete, aber sehr viele Künstler und Männerkünstler bleiben in die Ukraine. Aber auch Künstlerinnen. Also Künstlerinnen bleiben dort. Als gehen als Freiwillige in den Krieg oder wie Serhija dann, unsere Freundin in Kharkiv, engagieren sich als Volontär, bringen Essen für die Leute, verteidigen Medizin und natürlich machen keine Kunst. Und um diese Leute zu unterstützen, finden wir beide, dass es das Beste wäre mit Spenden. Und also ich werde jetzt einfach zitieren, Andriy Kurkov, der ukrainische Schriftsteller, der auf Russisch schreibt, der sagte auf diese Frage, was können wir tun? Seid neugierig an die ukrainische Kultur, seid neugierig an die ukrainische Geschichte und seid aktiv. Hebt die Stimme, hebt die Stimme, spricht mit Freunden, spricht mit Leuten, versucht, dass mit 3 Monaten, mit 4 Monaten Krieg, dass das nicht aus dem Sicht rutscht, weil man sich gewöhnt und mehr will nicht mehr, kann nicht mehr hören. Ja. Bis zum Sieg. Wir dürfen uns nicht gewöhnen. Wir müssen. Nee. Und wenn du magst, sing uns noch etwas, wenn du noch kannst. Ja, natürlich. Ja, dann die Zeit ist ein bisschen weiter fortgeschritten, als wir dachten, aber. Dann mache ich aber eigentlich. Sing uns bitte noch etwas. Dann mache ich, also wenn die Zeit so gerutscht ist, dann. Ich singe dann 2 Lieder, also 2 Lieder und. Mir hilft total in diesen Tagen zu singen, weil das, was ich kann, ich habe diese Stimme und mir hilft sehr, was ich gelernt habe beim Frauen in der Ukraine. Dieser fantastische Glaube, dass mit Stimme kann man was verändern. Man kann Kraft schenken, Kraft teilen. Ich singe jetzt ein Lied aus Süden der Ukraine und es geht um dunkle Wolken, die kommen und bringen Regen. Und das Meer steigt und es kommt Sturm. Aber das Lied beschwört Gegenteil. Und wenn ich singe diese Tage dieses Lied auf Konzerten, ich singe das für alle Männer und Frauen, alle unsere Freunde und Freundinnen, die Ukraine in diesem Moment verteidigen.
чорних хмар. Und ich muss enden mit einem Frühlingslied. Jetzt ist die Zeit, Frühlings zu singen. In den Norden der Ukraine sagt man, wir singen nicht über Frühling, wir singen das Frühling. Das mache ich jetzt. Und ich möchte Ihnen noch eine kleine Werbung machen zur ukrainischen Kultur. Am 10. Juni hier in Hamburg im Körperstiftung kann man diese Lieder zu hören quasi im Original. Das ist eigentlich mehrstimmiger Gesang, Polyphonie, das sind archaische Lieder und das kommt eine Frauengesanggruppe aus Donetsk, also ihr könnt Donbass-Stimme hören am 10. Juni und es kommt eine Gruppe, Gesanggruppe aus Kiew, Drevo, und das sind Ethnomusikologen, die diese Lieder von 40 Jahren angefangen zu sammeln, zu studieren und singen. 10. Juni, Körperstiftung. Ich wünsche, dass das Saal wird voll und ich singe zum Ende ein Frühlingslied. Же мені
зозуленька, дайтую хочуть орлики взяти. Ой, я вела орлики взяти, орлики взяти, лебедям отдати. Ой, я вела лебедям отдати, лебедям отдати, щоб було з ким літати. Ой, я вела було з ким літати. Ой, я вела, ой, я вела. Скакав воробейко, як було тепленько. Ой, як було тепленько, як мороз притиснув, воробей не писнув. Ой, ой, воробей не писнув. А воробейка, жита коробейка, ой, ой, жита коробейка, нема кому їсти, жінка маленька. Ой, ой, жінка маленька, ой, у лісі, на горісі. Зозоля заве. Щоб тобі, козаченьку, вечеря закисла, вечеря закис. Ой, у лісі, на горісі, стукала сорока, стукала сорок. А в Івана одна дочка, дай стою морок. Зеленого. Ой, за ліса зеленого, чорна хмара виступає. Чорна хмара виступає. Чорна хмара виступає, дробин дощик не крапоє. Ходім те, дівчата, дівки молодиці. Дівки молодиці, будемо скакати, хуйло провожати, хуйло провожати. Іди, буйло, і забирай свій корабель на ху, ой, на кой, бо ти вже ж нам на ту кучу, іди на ху. Mariana Sadowska. Natalka Stjernanko. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank euch beiden für ja, diese wunderbaren Einblicke, die wunderbaren, den Gesang, die Musik, die Literatur. Einer der Dichter, die hier Mitglied waren in dieser Akademie, einer der bekanntesten Hamburger Dichter, hat mal ein Gedicht geschrieben, was ich selbst manchmal auch verlacht habe. Manche meinten auch manchmal so in Zeiten, als wir nicht viel über Kriegserfahrung nachgedacht haben, das sei so etwas wie die Hymne der deutschen Sozialdemokratie. Aber da gibt es einen Vers, der mir gerade nachgeht und der ist ganz einfach. Der heißt, bleib erschütterbar und widerstehe. Das ist ein Vers von Peter Rühmkorff aus einem seiner bekanntesten Gedichte. Peter Rühmkorff, Jahrgang 1929. Und an so einem Abend wie diesen merkt man plötzlich, wie sehr so ein Satz auch geprägt ist von der Erfahrung, als Kind den Zweiten Weltkrieg erleben zu müssen. Gut, wir machen weiter. Hier im Raum, haben wir schon gesagt, draußen steht ein Spendenkorb.
tun sich viele hinein. Eintritt war frei. Das geht alles in diese Organisation Artist in Shelter. Zu Hause haben Sie es einfacher im Stream. Da gibt es jetzt hoffentlich, wenn es funktioniert hat, einen Button. Da können Sie raufdrücken und sofort mit PayPal oder mit einer Überweisung spenden. Spenden Sie viele. Ich glaube, Spenden ist in dem Sinne, weil man diese Mittel so flexibel einsetzen kann, immer noch eines der besten Dinge, die wir gerade tun können. Einen schönen Abend. Ach, ich wollte noch was sagen. Das ist gerade auch mich ereilt eine gewisse Rührung. Wir machen natürlich auch weiter hier. Ich möchte noch zwei Sachen ankündigen. Wir machen weiter mit einer Veranstaltung am 7. Juni, die man vielleicht ein Tick weit, aber das wird es wahrscheinlich gar nicht werden, weil dieser schreckliche Brief, sage ich jetzt mal, der 28, ist zum Glück ja schon ziemlich vergessen, aber es wird eine Diskussion geben, künstlerische Positionen zum Krieg am 7. Juni hier um 20 Uhr mit Jonas Lüscher, ein Autor, eigentlich Schweizer, lebt in München, der sich bekennend als politischer Dichter versteht, und mit Antje Ravik-Strubel aus Potsdam, die den zweiten Brief, also den Brief gegen die 28, unterschrieben hat. Die beiden werden hier auch über ein ähnliches Thema reden wie heute. Wie können wir weitermachen? Was können wir tun? Das ist das eine. Und zum anderen, da organisieren wir sehr lange dran rum und es wird, glaube ich, etwas ganz Großartiges. Es wird am Sonntag sein, am 12. Juni um 12 Uhr schon. Da wird sich dieser Raum hier verwandeln in ein Auktionshaus. Und es haben über 100 Künstlerinnen und Künstler haben jetzt schon Kunstwerke gestiftet, die hier versteigert werden. Und der ganze Erlös geht in die Ukraine-Hilfe. Und das ist eine ganz wunderbare Aktion der Sektion Bildende Kunst. Und ich heute als Vertreter der Sektion Literatur kann nur sagen, klasse. Man sieht ja auch im Raum die schönen Bilder, die werden leider dann abgehängt, weil eben diese vielen Kunstwerke dort sind, die versteigert werden. Kommen Sie wieder, das ist am 12. Juni. Einen schönen Abend. Danke.